Bestform, der sich heute wirklich auch in Bestform hier präsentierte. Ein Sohn des Benicio aus einer Hochadelmutter, ein komplettes Pferd während der gesamten Trainingszeit. Gestern allerdings eine kurzzeitige Auszeit, weil er kurz vor seinem Einsatz ein Eisen verloren hat. Aber heute wieder ganz souverän, ein Trab mit viel Ausdruck, großzügig, immer im Takt mit ganz, ganz viel Schub und Engagement aus der Hinterhand, Wertnote 9,0. Zum Galopp, auch hier überragend, immer gut im Takt, viel bergauf springend, auch beim Zügel aus der Hand kauen lassen, die Bergauf-Tendenz überhaupt nicht in keiner Phase verloren gegangen, immer im Gleichgewicht, viel Schub aus der Hinterhand, 9,5. Und auch der Schritt sicher im Takt mit gutem Raumgriff, hier die Wertnote 8,5. Dann kommen wir zu der Rittigkeit, auch hier durchweg sehr gut sich präsentierend, vor allem altersgemäß dreijährig erst dieses Pferd mit besonderen Reiteigenschaften ausgestattet, gute Übergänge zeigend, sehr gute Selbsthaltung, die Wertnote 9,0. Ja, und auch beim Verhalten am Sprung hat er sich ziemlich gut gezeigt, hat den Parcours willig absolviert, 7,0. Und der Gesamteindruck, Veranlagung als Dressurpferd, ein sehr gutes Pferd, haben wir heute hier gesehen, das sich wirklich in allen Phasen überragend präsentiert hat, Wertnote 9,0. Die gemittelte Fremdreiternote 9,75 und die dressurbetonte Endnote 9,01. Herzlichen Glückwunsch.